Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Control Origin. Ja, es geht ins große Finale, denke ich jedenfalls mal. Wir haben einen Plan. Wir müssen nach Alpha Centauri A und die Quelle deaktivieren. Um die X-Rate aufzuhalten, müssen wir unser Schiff mit einem Finti-Streuungsmodul ausrüsten, Hammer. Dann benötigen wir eine möglichst große Flotte, um zum Ursprung bei Alpha Centauri A zurückzukehren. Genau. Wie sieht es eigentlich mit unserer Flotte aus? Da könnte man noch so ein paar Dings noch holen. Vielleicht ein Okay-Schiff, wahrscheinlich eher nicht. So lassen wir es mal. Ich weiß nicht genau, was wir brauchen. Ich habe ja auch gespeichert. Wir werden sehen, ob das langt. Und dann geht es nach Alpha Centauri A. Und wenn ihr euch angeschaut habt, wie das hier aussieht, dieses ganze Scryfe-Gebiet, wie klein das geworden ist. Okay, das X-Raki-System ist halt auch jetzt relativ groß und die sind gefährlich, aber die gehen hauptsächlich auf die Scryfe los. Was ich auch verstehen kann. Aber, puiuiui. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns jetzt im Centauri A erwartet. Und wie gut und wie lang das gehen wird. Das sieht jetzt ganz gut aus. Die zwei machen mir ein bisschen Sorgen, die kreuzen unseren Weg. Das ist noch relativ weit. Um das System machen wir einen großen Bogen rum. So, da gehe ich lieber auf manuelle Steuerung. Halt mal. Ah, da hätten wir doch hingemusst. Das da war das System, wo wir hin mussten. Oh Mann. There it is, Captain. The origin. And a whole bunch of homicidal aliens guarding it. Das da ist wahrscheinlich die Quelle, oder? Hunger crave. Ordered one, speak, speak. Ihr habt uns genug bedruckt, X-Raki, das ist eure letzte Warnung. Ordered joke, fool, dumb face. Intimidate. Chaos. 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 Buddy. Is template of ordered beings. No order. Scribes, slayers will die. Ordered beings will be consumed young. Bottoms up. Okay. Wow, wow, wow. Die haben aber jetzt ganz schön heftig zugeschlagen hier. Von denen halten wir uns jetzt mal fern. Die sind aber schneller als wir, das ist das Problem. Ich glaube, mit den Schiffen werden wir nicht so weit kommen, oder? Doch, komm mal. Aber heftig, heftig.
Wow. Was war denn das für ein Ding? Ach du scheidige Scheiße. Ah, ich komme ja nicht raus, richtig. Welcher ist jetzt gerade... Okay, der ist kaputt gegangen, aber wir haben auch nicht mehr viel. Ja. Probieren wir es mal mit dem hier aus. Ja, der ist schon ein bisschen besser gegen diese Schiffe hier. Captain, we're detecting a lot of incoming vessels. It's our allies. Oh, cool. Yay. Humans, it's us, your best friends. Nee, die Mukay, die Pinty, die Moulings. Oh, das ist fies. Hey, Leute. That's right. We've come to help. Hey, you ex-racket jerks. No one shoots our buddies without us around making things weird. Float back, Federation members. We'll handle this wave of Exraki. Attention, Federation Flotilla. Set all power to offensive tentacles. Hello. That is a lot of alien ships angry at you. None of which are viable candidates for becoming Overmind. This alliance is proving very troublesome. I will destroy a tiny fraction of them. The rest are yours. Friends, we have come. We will fight Exraki for you, for us, for everyone. Oh, goodness, it's our military allies. Are we having some war today? Did we say that right? Hear our song, friendly metal vessel. You have done much for the Ancient One. Now we will do something for your home. We will confront these other metal vessels. The unfriendly ones. The Exraki ones. What? What? I told you idiots to steer away from the incredibly dangerous final confrontation with the Exraki. What do you mean our channel with the ugly humans is open? Just having fun with you, ugly humans. You sit back and let us waste some of these aliens for you. Gentle humans, we have arrived. We could not let you face this threat alone. As we once explained, we can't be of much help. But we insist on being some. Ist ja geil, unsere ganzen Verbündeten. Captain, now, while our allies are distracting the Exraki, this is our best chance to fight our way to the origin. Da fehlen mir jetzt nur noch die Drankans und die Messards und die Finats. Aber, wow, wie geil. So, Ursprung. Das hat mir jetzt echt gefallen, wie die alle gekommen sind und uns... gesagt haben, wie sie uns helfen. Boah, das ist ja echt geil. Das ist echt ein Highlight gewesen gerade. This is it, Captain. Ah, okay, selbe wieder wie kennen wir ja schon. Thank you.
klappt's jetzt hat? Sind die Satelliten bald weg? Jawoll. Okay. Jetzt ist die Frage, unser Schiff oder so ein Dings? Ich probier's mal mit so einem Pinti-Verseucher. Weil ich könnte mir vorstellen, dieses Ding haben wir ja nur auf unserem Schiff raufgemacht gehabt. Eieieiei. Na toll. Dadurch, dass sich das dann nicht selber macht, ist das ein bisschen schwierig. Weil jetzt halt lauter kleine Schiffe kommen, die etwas, ja, nicht nett zu uns sind. Shit. Das könnte sein, dass das jetzt ein bisschen schief geht noch. Ich hoffe es nicht, aber... Ich hoffe, die schießen gleich auf, nicht auf uns. Aber es hat doch schon gut abgenommen hier. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Wobei, hier sind die Schiffe vielleicht tatsächlich schon... Ah, nicht so gut, nicht so gut. Was haben wir denn noch? Wir haben noch so ein Schiff nochmal. Komm mal nach. Aber wir hätten es fast gehabt. Ich denke, das kriegen wir jetzt mit unserem Schiff hin. Das müsste passen. Genau, ein Schuss und es war's. This is it, Captain. We're activating the Pinti dispersal module now. It's working, Captain. That light. Captain! Friends, it worked. Origin is shut. We have won. Yay! Was war das für ein Blitz? Parasitic control of Exraki technicians only partially successful. They fight us. Tried to destroy Origin controls. We did not have time to shut Origin normally. Have to slam door. Lots of okay. Energy, have to go somewhere. Sorry about eyebrows. Hat es funktioniert? Yes. Origin closed. Exraki technicians controlled. Bonus points. They survived. Extremely drippy faces, but alive. With control over alive Exraki brains for a time, we gained all Exraki knowledge of origin. It is powerful precursor engineering. Also, origins are not simple tubes. It is network. An wie viele Orten, kommt man dahin damit? Further analysis may reveal other destinations. Perhaps dangerous to guess. This is known. Exraki are gone. Scryve are ruined. There is a new multicellular hegemon with humans as the nucleus.
Wir wollten uns nur schützen. So are all Hegemons. But do not deny it. Look at wreckage across this system. Aliens fought for you, died for you. They will follow you. So, where will you lead them? Sie können sich selbst anführen, machen wir das. Of course. One last thing. You have done much. Believed in Pinthy. Fought for Pinthy. Saved Pinthy. Also saved everyone else. This is important too. Anyways, thank you, friends. Aber gerne doch. We've done it, Captain. Time to let Star Control know what happened here. That is, if we fully understand what happened here. I'll leave it to you to make up the parts we don't quite get. Oh, and Captain? Nice work. Kapitän, es ist immer schön, dich wiederzusehen. Warst du besorgt? Stimmt. Ja, war ich, Kapitän. Egal, wir sollten dir gratulieren. Und danken. Etwa 9 Milliarden Menschen möchten dir ein Bier ausgeben. Einer nach dem anderen. Das werden sie sicher verstehen. Wir sind am Leben. Und ich glaube, nicht jeder hat erwartet, dass die Sache so ausgeht. Ja, das ist wahr. Wer hätte das auch schon gedacht gehabt? Dass die Sache so ausgeht. Aber ist ja ziemlich cool. Ich denke mal, die Scryves sind am Ende. Und ich hätte gesagt, man sollte vielleicht tatsächlich sowas machen wie ein Rat. Das, was es früher gegeben hat. Dieser Rat der Neuen quasi. Mit den ganzen Rassen. Mit den Mukais, Taiwans, Messards. Oder Lani, besser gesagt. Den Finti und allen zusammen. Und die allerdings nicht wie der alte Rat mit Herrschaft herrscht, mit Tyrannerei und so weiter, sondern ein demokratischer Rat. Das fände ich ziemlich cool, wenn es so werden würde. Ja, ein, wie ich sagen muss, sehr cooles Spiel. Hat mir sehr gut gefallen. Mit der Zeit werden die Sachen ein bisschen langweilig, gerade die Planeten, die Sachen zu sammeln. Aber man hat ja gesehen gehabt, irgendwann ist es auch gar nicht mehr nötig. Weil man hat so viel Geld hat, dass man es gar nicht mehr machen muss. Ein paar Sachen sind halt auch ein bisschen blöd, wenn du dann auf einmal wieder Sachen suchen musst, wo, Ressourcen suchen musst für eine Quest, wie um sich zu heilen und so weiter und du weißt nicht wo. Das ist vielleicht ein bisschen blöd. Die Kämpfe sind jetzt auch nicht ganz so mein Ding gewesen, aber dafür gab es ja diese KI, wo das gesteuert hat. Und am Schluss war es eigentlich auch überhaupt kein Problem mehr, kein großes jedenfalls mehr. Und Stochi war ziemlich cool, finde ich. Aber es gibt noch sehr viele, viele Fragen. Diese Aliens, die wir ganz am Anfang begegnet sind, was war mit denen? Begegnen wir nochmal diese Wesen, dieses gefräßigen Augen? Kommen die vielleicht nochmal? Was ist mit denen, wovon die Lexites davongerannt sind, was aus W51 kommt? Also es gibt noch sehr, sehr viele Fragen, aber es gibt auch eine Erweiterung, ein DLC und ich glaube, da werden einige Fragen beantwortet werden. Das geht, glaube ich, darum, wie der Weg weitergeht mit der Menschheit. Und das ist in mehreren Kapiteln, glaube ich, unterteilt und der zweite Kapitel ist mit den Lexites und keine Ahnung genau, wie das alles funktioniert. Auf jeden Fall gibt es eine Erweiterung, wo ein bisschen die Story weitererzählt. Genau. So ist es. Wie gesagt, ein schönes Spiel. Hat mir echt Spaß gemacht. Und damit würde ich das Let's Play jetzt beenden. Die Erweiterung, denke ich, mache ich jetzt erstmal nicht. Ich denke, jetzt habe ich erstmal genug vor dem Spiel. Vielleicht machen wir mal die Erweiterung irgendwann mal. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß bei dem Let's Play gehabt und beim Spiel. Und wir werden uns wiedersehen in einem neuen Let's Play. Bis dahin,
Ciao, ciao. Herzlichen Glückwunsch, Kapitän. Und vielen Dank. Aber da draußen warten noch viel mehr Gefahren. Eine Menge Aliens verachten uns. Und viele davon hast du persönlich verärgert. Also, bist du bereit für das, was nun kommt? Du verdienst es, Kapitän. Mehr als jeder andere. Und wenn du aufwachst, geht das erste Bier auf mich. Mir gefällt die Idee, dass du dich um unsere Verbündeten kümmerst. Rede auch mit den Aliens, die uns nie sonderlich mochten. Da die Scryvii fliehen, können wir an ihrer Stelle etwas wirklich Gutes aufbauen. Und wenn wir besser als sie sein wollen, sollten wir mit unseren Freunden zusammenarbeiten.